Hallo und herzlich willkommen zur Semantik 2. Es geht um den zweiten Teil der semantischen Netze. Diesmal sprechen wir über FrameNet. Hier sind meine Informationsquellen. FrameNet ist genauso wie WordNet vom letzten Mal auch noch sehr aktiv, auch wenn die Forschungen schon einige Jahre zurückgehen. Wenn Sie weiteres Interesse haben, sollten Sie sich unbedingt diese beiden Links mal anschauen. Was wollte man erreichen? Man wollte wieder eine lexikalische Datenbank machen. Und zwar in dieser Datenbank wieder Wörter und ihre Bedeutung, also ihre Semantik, speichern. Aber dann auch noch die syntaktischen und semantischen Kombinationsmöglichkeiten. Wie können Wörter zusammenarbeiten? Also die syntagmatischen Beziehungen und ganz speziell die Valenz von Verben. Ganz wichtig in FrameNet war, dass sie auf echten Daten, auf echten Texten, wirklich in der Welt existierenden Texten arbeiten. Beispielsätze werden von Hand annotiert, allerdings mit Computerunterstützung natürlich. Ein paar kleine Definitionen vorweg. Also das eine ist der Lexical Unit, also die lexikalische Einheit, ist das Wort und seine Bedeutung. Und dann, ganz zentral, auch der semantische Frame, Semantic Frame. Da geht es, das ist ein Informationspaket für die konzeptuelle Struktur. Das beschreibt eine Situation, ein Objekt oder ein Event. Und die Teilnehmer an dieser Situation sind die Frame Elements. Es geht vor allen Dingen um Propositionen und Lexical Units, die zu diesem Frame gehören. Jede Lesart eines Worts gehört zu einem eigenen Semantic Frame. Jede Lesart, wir haben schon gesehen, es gibt Polysemien zum Beispiel, jede Lesart gehört zu einem eigenen Semantic Frame. Hier sind Beispiele, ein Beispiel für ein Verb, das erste, das Verb fried. Mathilde fried the catfish in a heavy iron skillet. Wo fried damit annotiert ist, welche Dinge, wer, was und wo frittiert hat. Anderes Beispiel, the reduction of debt levels to $665 million from $2.6 billion. Ja, auch hier für Reduction sind die Argumente annotiert. Und das andere, das Adjektiv, asleep. They were asleep for hours. Also für asleep, den Sleeper und wie lange und dann halt das Korpusverb. Hier ist ein Beispieleintrag direkt aus FrameNet. Unten ist auch der Link. Reporting. Da kommt als erstes eine Definition, dann kommt ein Beispiel, the teacher reported the bathroom vandalism, und dann gibt es die FEs, das sind, und zwar jedes Mal mit einem Beispiel dabei. Weiterhin, es gibt die Frame-Elemente, also Authorities, who reported behavior in former purpose. Es wird dazu geschrieben, wie häufig das annotiert ist und als welches syntaktisches Objekt das realisiert ist. Ja, sodass man einen Valenzpattern für dieses Verb schließlich bekommt. Hier ist unser Beispieleintrag Snore, für Schnarchen. Vielleicht erinnern sich manche noch aus dem letzten Film. Das ist im Frame Make Noise und es geht um Manner, Sound und Sound Source. Und man sieht hier jeweils, wie das im Satz realisiert ist. Ganz viele Beispiele mit Annotationen und Rollen. Was ist jetzt in
mit dem Verhältnis zu WordNet. Also gleich ist, WordNet und FrameNet haben beide Definitionen dabei. Die lexikalischen Einheiten, Lexical Units, sind mit Frames verlinkt und dadurch auch mit Synonymen, sodass wir im WordNet Synsets haben und hier Frames und Synonyme. Es gibt Relationen zwischen den Frames bzw. zwischen den Synsets, nämlich Vererbung und Präsupposition. Trotzdem ist FrameNet ein bisschen anders, es gibt noch Unterschiede. Also für jede Lesart gibt es annotierte Beispiele und alle Möglichkeiten, ein Board mit anderen Dingen zu kombinieren, sind annotiert mit Beispielen. Die Beispiele stammen alle aus dem natürlichen Korpus, das heißt, es haben sich nicht Leute hingesetzt und haben sich diese Beispiele ausgedacht, sondern wirklich aus irgendwelchen Texten genommen. Der Schwerpunkt in FrameNet ist ganz klar auf Verben und der Schwerpunkt in WordNet ist ganz klar auf Nomen. Gut, die lexikalischen Einheiten gehören in WordNet zu Synsets, in FrameNet zu Frames. Das ist kein riesengroßer Unterschied, sondern eigentlich eher etwas, was sich vor allen Dingen auf die Sprachregelung betrifft. Zwischen den Frames gibt es Relationen, also Subframe, Unterframe und Perspektive. Perspektive meint sowas wie Hiring und Get a Job. Das sind eigentlich dasselbe aus einfach unterschiedlicher Perspektive. Okay, das Wort Bake ist Polysem. Das Lemma Bake hat die Wortform Bake, Bakes, Baked, Baking. Ja, verschiedene Formen. Bake gehört zu drei Frames. Also einmal zu dem Frame, wo Hitze angewandt werden. Michelle baked the potatoes for 45 minutes. Oder Cooking Creation, Michelle baked her mother a cake for her birthday. Oder Absorb Heat, the potatoes have to bake for more than 30 minutes. Ja, das sind drei verschiedene Frames, auch wirklich mit unterschiedlichen Bedeutungen von dem Wort Bake. Diese drei Frames gehören zu drei lexikalischen Einheiten mit unterschiedlichen Definitionen. Polysemie ist natürlich recht häufig bei Verben, das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Und in diesem Beispiel, ein Wort hat verschiedene Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten. In diesem Beispiel, im Englischen, she earns a lot less than she deserves. I made a lot of money, but I earned it. In beiden Fällen ist es earn. Wenn Sie jetzt mal versuchen, diese beiden Beispiele zu übersetzen ins Deutsche, dann fällt Ihnen auf, dass es noch viel schlimmer Polysem ist. Nämlich, wenn man es mit verdienen übersetzt. Probieren Sie es mal. Ein deutsches Beispiel ist auch noch, Peter geht zum Einkaufen, die Uhr geht nicht mehr, das geht so nicht. Also wirklich jedes Mal erhebliche Unterschiede in der Bedeutung. Anderes Beispiel, replace, also put something back by where it belongs, also etwas zurückstellen. Occupy a position formerly occupied by something or somebody, also ersetzen. Oder put something in a position formerly occupied by something or somebody, auswechseln. Also jedes Mal ein anderer Frame, jedes Mal andere Argumente und deshalb auch andere Bedeutungen. Die medizinische Bedeutung von complain ist zum Beispiel in dem Satz, in diesem Beispiel, the patient complained of back pains. Also der Patient beschwerte sich über Rückenschmerzen. Aber es gibt auch noch eine Bedeutung als offiziellen Akt von complain. We complained to the manager about X. She complained that her checks were late. Also wir beschwerten uns. Also jedes Mal unterschiedliche Argumente und deshalb jedes Mal andere lexikalische Einheiten. Noch ein Beispiel. Ich erkläre meinem kleinen Bruder die Matheaufgaben. Ist was anderes als das Buch erklärt den Zusammenhang zwischen Wörtern und ihren Bedeutungen.
Bedeutungen. Oder deine Mail erklärt, warum du nicht gekommen bist. Jedes Mal habe ich ein Subjekt, aber jedes Mal eine ganz andere Art von Subjekt. Man könnte aber sagen, dass das Metonymie ist. Also eigentlich erklärt der Autor des Buchs, der Verfasser der Mail, also eigentlich nicht wirklich eine andere Art von Argumenten. Aber das ist jedenfalls so festgelegt. Die semantische Theorie erklärt den Zusammenhang zwischen Wörtern und ihren Bedeutungen. Der häufige Wind erklärt, warum es hier so viele Windanlagen gibt. Das kann man nicht mehr mit Metonymie erklären. Die lexikalischen Einheiten haben teilweise unterschiedliche Nominalisierungen. Also zum Beispiel observe a rule, observance, observe the process, observation. Ja, obwohl ich beides mal observe habe, habe ich aber eine andere Nominalisierung im Englischen. Und daher ist auch klar, dass das natürlich Unterschiede sind. Commit oneself to something, das heißt, hätte Commitment, oder commit a crime, commission. Ja, auch hier jedes Mal eine andere Nominalisierung. Schauen wir uns das mal fürs Deutsche an. Also wenn ich das Wort brechen habe, wenn ich mir einen Arm breche, dann kann ich nominalisieren Bruch. Wenn sich das Licht bricht, dann kann ich sagen Brechung. Wenn das Kind bricht, dann ist es das Erbrechen. Und wenn jemand einen Eid bricht, dann ist es das Brechen. Ja? Jedes Mal eine andere Nominalisierung von demselben Verb. Das heißt, es spricht klar für unterschiedliche Lexeme, Einträge, Lexical Units oder Frames. Noch ein Beispiel, die Rache, Revenge. Die Situation ist, A hat B etwas angetan und B unternimmt etwas, um A wiederum was anzutun. Die Aktion von B ist unabhängig vom legalen oder institutionellen Status. Ja, das ist eine Definition für Rache. Das Vokabular für Revenge sind diverse Nomen, Revenge, Vengeance und so weiter, sind Verben, unter zum Beispiel auch Get Back At oder so, sind Adjektive, Vengeful, oder es sind Phrasen aus Verb und Nomen, Take Revenge zum Beispiel. Ich kann jetzt für Revenge eine Definition aufschreiben. Also zum Beispiel hier, because of some injury to something or someone important to an avenger, maybe himself, the avenger inflicts a punishment on the offender. The offender is the person responsible for the injury. Die Elemente, die darin vorkommen, die Entitäten, die darin vorkommen, kommen in die Frame-Element-Liste. Also was gehört in einen Frame? Lexikalische Einheiten, die dieselbe Art und Anzahl von Frame-Elementen haben, wie in diesem Beispiel, Change Position on a Scale, da sind ganz viele lexikalische Einheiten, die dieselben Elemente haben. Dann Antonyme, dann lexikalische Einheiten im Kontext gesprochener Sprache, wenn es zum Beispiel um Dialekt geht, und lexikalische Einheiten, die im Satz austauschbar sind, also Synonyme. Wie sind sie jetzt vorgegangen? Wurde zunächst im Korpus gesucht, also die haben den sogenannten British National Corpus oder das Linguistic Data Consortium, die haben ganz viele Texte gesammelt. Und in diesen Texten wurden Beispiele gesucht. Dann wurden diese Beispiele annotiert, das heißt, wurde nach Verben gesucht, nach Prädikaten gesucht, die Frames haben, und nach Wörtern, die mit einem Prädikat zusammen auftreten. Und dann wurde annotiert, nämlich die Filler, die semantische Rollen in Frames füllen. Und dann wurde noch gesagt, welche grammatische Rolle, also Subjekt, Objekt oder Modifikator, haben diese Filler im Satz. Das Ergebnis, ich habe jetzt eine große Menge von Frames. Ich kann sie nutzen, zum Beispiel für Ontologien. Wir arbeiten ja noch weiter bis zu Ontologien. Für Lexikon-Einträge, zum Beispiel um Sprachverarbeitung zu machen, um Semantik zu analysieren. Ich habe auch diese Korpora, die annotiert sind. Das ist nutzbar für automatisches Lernen, für maschinelles Lernen, für Sprachverarbeitung, die auf Daten basiert. Hier sind ein paar Beispiele, wie sie genutzt werden. Also
einerseits Frame-Beschreibungen als Event-Ontologie, an der Uni Heidelberg, FrameNet-Daten für den Sprachunterricht aus einem Text von Sato, FrameNet-Annotationen für maschinelles Lernen aus der Sensival 3 Competition oder FrameNet-Parsing für Frage-Antwort-Systemen, wie zum Beispiel in diesem System Acquaint. Das heißt, es wird doch häufig und viel genutzt. Als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch FrameNets in anderen Sprachen gibt, nicht nur in Englisch. Es gibt Spanisch, es gibt Deutsch, es gibt Japanisch und Schwedisch. Und die deutschen Salsa-FrameNets, die werden wir uns in der Übung dann auch mal ansehen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.